Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als die Süddeutsche Zeitung vor genau einer Woche die ersten Plagiate von Herrn zu Guttenberg dokumentiert hatte, da nannte der Minister diese Vorwürfe abstrus und er behauptete, die Anfertigung dieser Arbeit war meine eigene Leistung. Heute wissen wir, dass Herr Guttenberg auf über 100 Seiten verstreut über das ganze Buch von zahlreichen Wissenschaftlern, Politikern, Journalisten und sogar Studenten abgeschrieben hat, ohne die Urheberschaft kenntlich zu machen. Und jetzt erfahren wir täglich von neuen Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, die Herr Guttenberg in Auftrag gegeben hat, in seine Arbeit einverleibt hat, ohne dafür um eine Genehmigung zu bitten und ohne sie kenntlich zu machen. Und der Stand heute vor einer halben Stunde, Herr Guttenberg, war, dass Ihnen 4 Gutachten vorliegen. Inzwischen liegen 6 Gutachten insgesamt vor. Sie rücken mit der Wahrheit immer nur dann scheibchenweise raus, wenn die Beweislast erdrücken wird. Ich finde es unerträglich, Herr Kauder, dass die Bundeskanzlerin die Entscheidung getroffen hat, dass ein akademischer Hochstapler und Lügner weiterhin dem Kabinett angehören darf. Jetzt weiß ich auch, warum Sie zweimal schon eine Delegation zum amerikanischen Wahlkampf geschickt haben, um zu lernen, was Negative Campaigning heißt. Das Vernichten des politischen Gegners um jeden Preis. Unglaublich, was Sie hier machen. Unglaublich. Wir sollten hier auch einmal ein Signal in die Gesellschaft senden, dass man, wenn man einen Fehler macht und ihn zugibt und sich dafür entschuldigt, dass man nicht den Kopf abgerissen bekommt, sondern dass man diese Entschuldigung auch gewährt bekommt. Auch das wäre mal ein Signal, das von diesem Haus hier ausgehen könnte. Minister werden hier in diesem Haus oder in diesem Lande nicht wegen ihrer wissenschaftlichen Qualitäten beurteilt, sondern wegen ihrer Fähigkeit, die Bundeswehr ordentlich zu führen. Und er hat sie in einen Reformprozess geführt, den wir morgen schon mit einem ersten Schritt umsetzen werden, nämlich mit der Aussetzung der Wehrpflicht. Ich denke, dass dieser Minister ein hervorragender Verteidigungsminister ist. Und ich danke Ihnen für seinen Einsatz jetzt und in der Zukunft. Vielen Dank. Sie, Herr Dr. Karl Theodor zu Guttenberg, haben erklärt, Sie wollten für sich nicht andere Maßstäbe gelten lassen als für andere. Wenn das stimmt, dann hätten Sie heute hier nicht mehr im Amt sitzen dürfen. Dann hätten Sie zurücktreten müssen. Das wäre die einzig logische Konsequenz an dieser Stelle gewesen. Es geht übrigens hier nicht um Bagatellen. In meinem Wahlkreis hat die Universität Göttingen gerade jemanden in einem ähnlichen Fall überführt, ihm die Doktorwürde aberkannt. Der Mann ist dann von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft hat wegen des öffentlichen Interesses und er ist zu 90 Tagessätzen wegen Betruges verurteilt worden. Meine Damen und Herren, hören Sie auf, solche Fragen als Bagatell, als lässliches Schummeln zu bezeichnen. Damit zerstören Sie das Vertrauen in die Institutionen dieses Landes. Diese Rechnung wird nicht aufgehen, denn der Minister hat reagiert. Er verzichtet darauf, seinen akademischen Titel zu führen. Er hat die Universität Bayreuth um Prüfung und Aberkennung gebeten. Er hat handwerkliche Fehler bei der Abfassung seiner Dissertation eingeräumt. Und für menschliche Verfehlungen neben Familie und Mandat kann man auch Verständnis aufbringen. Deshalb, Herr Minister, und Sie werden ja in wenigen Minuten hier in dieses Pult treten, räumen Sie in der Ihnen eigenen Geradlinigkeit letzte Zweifel aus, machen Sie klar Schiff, damit die Verdächtigungen gegen Ihre Person ein Ende haben und wir uns nicht weiter mit sachfremden Anschuldigungen der Opposition herumschlagen müssen. Wir vertrauen darauf, dass Sie die gegen Sie erhobenen Vorwürfe rasch und umfassend ausräumen werden und dass Sie anschließend Ihre ganze Kraft wieder der Regierungsarbeit zuwenden können. Herr Guttenberg, Sie haben wirklich ein Problem. Sie glauben, das können Sie mit Aussitzen und mit Arroganz erledigen. Nein, das ist nicht möglich. Sie haben eine Rechtsauffassung nach Gutsherrenart. Als wenn ein ertappter Uhrendieb das Problem lösen könnte, indem er die Uhr zurückgibt.
Es ist ja wohl nicht möglich. Jeder Ladendieb, der ertappt wird, muss sein Diebesgut selbstverständlich zurückgeben. Und selbstverständlich muss er mit einer Strafe rechnen. Und hier und da gibt es auch ein Hausverbot. Das gilt für Sie genauso. Wir erleben aber hier, meine Damen und Herren, nicht nur eine Affäre Guttenberg. Wenn man mal unterstellt, der Minister hat die Wahrheit gesagt nach seinem Gespräch bei der Kanzlerin, dann ist es doch so, dass er keine Aufforderung bedurft hat und es sie auch nicht gab. Das sagt doch ganz klar, dass die Kanzlerin hier versagt hat. Das ist doch der Punkt. Es ist gegenüber allen, die ehrlich ihre Diplom-, Master- und Doktorarbeiten anfertigen, ein Hohn, wenn die Kanzlerin sich mit flapsigen Sprüchen, sie habe Guttenberg nicht als wissenschaftlichen Assistenten ins Kabinett geholt, für ihren Minister stellen will. Ja, dann kann der auch betrunken fahren. Sie hat ihn ja auch nicht als Fahrer eingestellt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, meine Damen und Herren.